Schwarzkreuz nur steht und singt auf der Weit, wie doch Firmament und den endgroßen Stern. Kurz vor Heiligabend wird es in Paznaun traditionellerweise vorweihnachtlich festlich. Die Galtürer Bergweihnacht ist mittlerweile eine Institution und erfreut sich größter Beliebtheit. Eine besinnliche Adventwanderung und ein Krippenspiel stimmten 2014 genauso auf die stille Zeit des Jahres ein, wie das Weihnachtskonzert von Echt Stark und dem Galtürsyndikat in der Kirche Maria Geburt. Das Ding weiß bedeut, Gott ist geboren und liegt auf'm Heu. Gott ist geboren und liegt auf'm Heu. Jetzt geht's der Gott russig und leckt sein Geschwind an. Wir singen klassische Lieder, auch Volkslieder und am Schluss sogar was Modernes. Wir haben auch moderne Stücke dabei und eine gute Kombination zwischen, sag ich mal, modern und ein bisschen schmissig. Und natürlich, also ein Lied haben wir dabei, das was kein Weihnachtslied ist, aber zur Weihnachtszeit, sage ich mal, dazu passt und das werden wir beim Konzert hören. Diesen Hörgenuss ließen sich zahlreiche Einheimische und Gäste nicht entgehen. Für beide Gruppen aus dem Paznaun gilt, Musik gehört zu Weihnachten genauso wie der Weihnachtsbaum und Kekse. Das Besondere bei uns an der Gruppe am Galtürsyndikat ist, dass wir alle 6 Musiker aus einem und demselben Ort kommen und bei derselben Musikkapelle dabei sind. Also wir können uns eigentlich seit wir den ersten Ton gespielt haben, kennen wir uns schon. Das glaube ich macht das aus. Wir spielen also wirklich sehr oft zusammen, über 100 Mal im Jahr. Und zu Weihnachten haben wir immer wieder zusammengespielt, auch kleine Gruppen oder größere Gruppen. Und glaube ich, das macht das aus einfach, das Miteinander, das aus dem gleichen Ort, aus der gleichen Kapelle und dass man sich einfach gut kennt. Wir haben zu Weihnachten immer unterm Christbaum viel gesungen und das ist uns dann auch geblieben und wir singen heute auch ganz gern miteinander. Wo bleibst du, Trost der ganzen Trostenden? Darauf sind alle So viel Vertrautheit machte sich definitiv bezahlt und so wurde dem Publikum in der Galtürer Pfarrkirche sichtlich noch weihnachtlicher ums Herz.